Buongiorno liebe Freunde, mein Name ist Marco aus der Bahnhofstraße von der Pizzeria Bacio. Und zwar sind wir hier seit 2012, machen Gäste mit Eis glücklich und seit letztes Jahr 2020 machen wir auch Pizza. Ist ein Familienbetrieb, ich arbeite zusammen mit meinen Eltern. Mama verkauft das Eis, Papa macht Einkäufe und Bürokram und frühs bereite ich immer das Eis zu. Und ab mittags bin ich in der Pizzeria und bin Verkäufer. Jede Pizza wird bei uns selbst frisch gemacht und verschiedene Variationen, angefangen von Margherita bis hin mit Pistaziencreme, Pistazienbasilikum, mit Scampis, mit Meeresfrüchten, Nudeln, Pasta. Wir versuchen jeden Wunsch den Kunden zu erfüllen. Wir Familie Giganti machen alles selber. Angefangen mit den Torten, mit das Eis, die Pizza, den Pizzateig, die Nudeln werden alles selber gemacht. Nach altem italienischen Rezept. Ganz wichtig ist auch, wir arbeiten nur mit italienischen und frischen Produkten. Unser Pizzabäcker Alberto, der aus Napoli kommt, hat seit über 20 Jahren lang Erfahrung in dem Beruf und macht hier bei uns jeden Tag den Pizzateig selber, handgemacht natürlich auch und frisch, damit er alle Gäste glücklich machen kann. Wir bieten auch Metapizza an. Das heißt, für eine Party, für eine Veranstaltung kann man bei uns vorbestellen und sich auch nach Wunsch belegen lassen. Seit 2012 sind wir hier in der Bahnhofstraße und fühlen uns sehr wohl. Der Ausbau der Straße wird Lichtenrade sehr gut tun, da es bestimmt frischen Wind hier reingeben wird, vielleicht viele junge Leute auch. Aber allgemein wird es das Straßenbild der Lichtenrade verschönern. Meine Lieblingspizza ist mit pikante Salami und Rucola und Parmesankäse mit Cherrytomaten. Die Lichtenrader sind echte Pizza-Fans. Am besten läuft bei uns die Pizza Tonno oder auch Parma. Aber nebenbei haben wir auch viele andere verschiedene Gerichte. Da wir immer die Karte immer ändern, läuft bei uns die Büffelmozzarella sehr gut. Oder Pizza mit Kartoffeln und Trüffelöl. Und mit Scampi und Pistazienpesto. So, meine Damen und Herren, kommt vorbei, probiert unsere Pizza und wenn ihr keine Lust auf Pizza habt, probiert unser Eis oder unser Kuchen oder unseren leckeren Cappuccino. Arrivederci, auf Wiedersehen.